Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zum nächsten Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es nach vielen, oh ist ja geil und probier mal, nach vielem hin und her, den Blaze Vivi. Das ist Kiwi Zitrone. Wilde Mische, sonst kenne ich nur so von Darkside Kiwi, also Kiwi normal an sich, aber mit Zitrone noch. Bin ich wirklich sehr gespannt, was der heute kann. Wir rauchen das Ganze im Darkside Shot. 29,90 Euro kostet der Dark Blend, also der Blaze von Hukain. So, Freunde, hier ist der Tabak. Black on Black ist immer, ey, nicht mich angucken. Ich zeig's euch dann ansonsten nochmal, wenn ich den Kopf gebaut habe. Ich persönlich würde sagen, die Dose ist auch komplett dunkel hier von innen so mäßig. Ich würde sagen, es ist ein anderer Schnitt oder ein anderer Grundtabak. Ich habe aber schon sehr, sehr lange den Blaze nicht mehr raucht. Leimhype damals überbosshaft, ne? Wer es noch kennt, sehr, sehr viele Jahre her mittlerweile. Ich werde jetzt ein Köpfchen bauen. Einfach rein. Kein großes Hickhack. So, Freunde, hier haben wir den Tabak. Ein bisschen drüber gebaut habe ich. Ich würde sagen, ein bisschen feuchter ist er, aber das ist halt auch wegen diesen Dosen. Ja, da gibt es noch ganz, ganz andere Hersteller, die diese Dosen auch haben. Geruch können wir noch ganz kurz machen. Ich sag mal, ich habe jetzt in den letzten Monaten einiges so an Kiwi geraucht, auch probiert, was noch nicht auf dem Markt ist. Und man muss sich drauf einlassen. Also Kiwi Smooth, der von Darkside, von dem einen oder anderen Hersteller mal ein Kiwi noch getestet, der noch nicht auf dem Markt ist. Und ich bin ja eigentlich auch witzigerweise allergisch gegen Kiwi. Geruchlich würde ich gar nicht so ultra reinboxen Kiwi-Zitrone, sondern ist ein Mix. Ist ein Mix Kiwi-Zitrone. Es ist meiner Meinung nach jetzt nicht so, dass du Kiwi stark rausriechst mit einem Schuss Zitrone, sondern es ist ein Mix davon. Du riechst beides eigentlich fast gleich raus. Am Ende des Tages muss er performen im Kopf. Der kann sonst da wie geil riechen. Und das machen wir jetzt. Wir sehen uns gleich beim Schmökerli. So, Freunde, vielleicht nochmal ein ganz kleiner Zwischencut, nachdem ihr den Kopfball jetzt gesehen habt. Könnt man auch sehr, sehr gerne in die Kommentare schreiben, weil das würde mich persönlich interessieren. Ich würde nämlich sagen, der Schnitt ist definitiv anders. Ich habe das Gefühl, der ist feiner. Ich kann mich aber auch nicht mehr dran erinnern an den alten Blaze. Das ist einige Jahre her. Ab und an habt ihr mal noch so kleine Schnulli-Ästchen drin, die mich persönlich nicht stören, aber ist halt dazu gesagt, wer sich das Video jetzt hier reinzieht und sich den kaufen will. Da sind da kleine Ästchen noch so drin. Ich würde aber sagen, der ist feiner geworden. Und was mir jetzt auch noch eingefallen ist, Grüße gehen raus an den Chat. Diese Grundtabaknote ist eine andere. Von dem Grundtabak an sich würde ich jetzt sagen, wie gesagt, alle Angaben ohne Gewehr. Das ist vielleicht noch ein kleiner Einschub wert. Ja, jetzt schauen wir mal. Die Kohle geht weiterhin an. So, Freunde. Köpfchen läuft jetzt circa 10 Minuten, würde ich sagen. 10, 15 Minuten. Was ich hier sagen kann, wenn ihr euch den Tabak holt, baut dies, das, tralala, auch gerne, sehr, sehr gerne Feedback in die Kommentare. Der hat sich jetzt gut entwickelt. Am Anfang, okay, das sind die ersten zwei, drei Züge, der Tabak muss warm werden, war es noch so ein bisschen verhalten. Aber jetzt kommt diese Kiwi-Note wirklich gut durch. Ist eine süßliche Kiwi meiner Meinung nach. So ein bisschen, pappig ist das falsche Wort, bisschen pelzig. Pelzig ist ein gutes Wort. Süßlich, leicht pelzig und noch mit einer angenehmen, leichten Zitronennote hinten raus. So. Hukain / Focke Life Zitrone Minze kennt, glaube ich, jeder oder sehr, sehr viele. Das können sie. Die Zitrone ist gut. Ich würde so sagen, die pusht so um die 25% hier mit rein. Die ist aber nicht stärker als diese Kiwi-Note. Die Kiwi-Note ist echt gut getroffen. Und dazu eine leichte Zitrone ist auch so eine süßlich, minimal säuerliche Zitrone. Jo, jo. Ab und zu hast du sehr geile Nuancen von einer süßlichen Kiwi. Ich bin eigentlich gegen allergisch, aber das kann ich rauchen. Sehr, sehr solider, guter Kiwi-Zitrone-Tabak in meinen Augen. Mit der Feuchtigkeit, Freunde, da brauche ich nicht sagen, es war frisches Wasser drin. Die Bowl ist schwarz, ne? Also da würde ich vielleicht noch, ich weiß nicht, ich bin kein Hersteller. Aber an der Feuchtigkeit muss irgendwie gearbeitet werden.
Wie, weiß ich nicht, ob das funktioniert mit dem Grundtabak, keine Ahnung, aber es ist der Indikator, ne? Da brauche ich euch nichts vormogeln. Die Bowl ist schwarz, ne? Molasse ist komplett durchgesifft. Von daher ist er meiner Meinung nach zu feucht. Ne? Das kann man auf jeden Fall noch ändern, meiner Meinung nach. Vom Grundtabak her sage ich auch, es ist meiner Meinung nach ein anderer Grundtabak. Ist sehr, sehr lange her, dass ich Blaze geraucht habe. Aber alleine im Geruch war der Grundtabakgeruch schon anders. Kann ich mich täuschen, aber ich glaube es nicht. Sehr, sehr gerne in die Kommentare eure Meinung, Erfahrung damit in die kommentierten Kommentare, damit sie kommentiert werden können. Ihr wisst Bescheid, Freunde. Ansonsten geschmacklich echt top. Ja, und mit der Zeit, mit mehr Hitze kommt wirklich, also wirklich eine gute Kiwi-Note. Wirklich eine sehr, sehr gute Kiwi-Note und eine leichte, okay, gleich mal ein kleines Päuschen, eine gute Zitrone. Würde ich auf jeden Fall also gut absegnen. Feuchtigkeit muss irgendwie noch ein bisschen dran gearbeitet werden. Aber dafür bin ich nicht zuständig. Ich bin dafür, um euch zu sagen, ist der gut, ist der nicht gut. In diesem Sinne, Freunde, vergesst das Like nicht, ein kostenloses Abo, falls ihr noch nicht getan habt. Und wir sehen uns zum nächsten Video. Da wird es einen nächsten Darkblend geben. Ich denke auch noch die Woche. Haut rein, euer Schmiddi. Peace.